Hallo Leute, draußen hier ist der einsame Wanderer. Die Kriegstreiberei geht munter weiter. Soeben habe ich mitbekommen, dass der polnische Außenminister auch zugegeben hat, dass NATO-Truppen schon in der Ukraine sind. Ich denke, so langsam, die kriegen den Krieg auch ohne deutsche Hilfe hin. Aber wir sind trotzdem weit dabei und gießen Öl ins Feuer. Hofreiter und Röttgen attackieren Scholz. Kanzler verbreitet Angst und Schrecken. Dramatisch schlechte Kommunikation für Putin ein Fest. Der Kanzler verbreitet keinen Schrecken, der sagt ja gar nichts. Angst machen mir immer die inkompetenten Leute, wie Frau Baerbock oder so, oder vielleicht auch nicht inkompetent, aber zumindest gefährlich. Ich glaube, so viel darf ich noch sagen, ohne verklagt zu werden, wenn ich an die Strack-Zimmermann denke. Knallharte Abrechnung mit dem Kanzler. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine FAZ üben der Grünen-Politiker Anton Hofreiter und der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen fundamentale Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz. Meine ganz kurze Frage: Was hat ein Hofreiter und was haben ein Röttgen an Kompetenz, um militärische Dinge beurteilen zu können? Fragezeichen? Naja. Sie warfen dem Kanzler katastrophalen Defätismus, Mutlosigkeit, Schwarzmalerei sowie dramatisch schlechte Kommunikation vor. Wenn Scholz behauptet, Horrors-Lieferungen machten Deutschland zur Kriegspartei, sei dies faktisch und rechtlich falsch. Bullshit. Bullshit. Das sind die Leute, die sich als erste verpissen, wenn in die Bomben fallen. Faktisch und rechtlich falsch ist Bullshit. Weil es kommt darauf an, ich wiederhole es nochmal, was Putin sagt. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, ja, völkerrechtlich darf er das nicht, ja? Ihn aber dafür kritisieren, dass er gegen das Völkerrecht einmarschiert ist. Also auf der einen Seite werfe ich ihm vor, dass er sich nicht ans Völkerrecht hält, auf der anderen Seite sage ich, nein, das kann ja gar nicht sein. Völkerrechtlich ist das ja, sind wir auf der sicheren Seite. Was für ein Quatsch, das kommt doch darauf an, wie Putin die Bedrohungslage einschätzt und wie er reagiert. Kompletter Schwachsinn, diese Idioten. Und in der Bevölkerung verbreitet er so Angst und Schrecken. Nee, die Leute haben Angst vor einem Krieg. Ja, davor haben die Angst. Zudem riskiere der Kanzler damit Frankreich und Großbritannien, die der Ukraine bereits Marschflugkörper mit großer Reichweite liefern. Ja, aber nur weil ein paar Leute etwas machen, muss ich ja nicht auch mitlaufen. Ich muss ja nicht immer das machen, was die anderen machen. Ich kann auch meine eigene Entscheidung treffen. Also, ja, denkt Scholz in seiner Wiederwahl. Hintergrund: Die Union will am Donnerstag im Bundestag erneut einen Antrag zur Abstimmung stellen. Ja, so oft abstimmen, bis es passt, ne? Der Ukraine das Taurus-System zu liefern. Scholz lehnt die Lieferung der reichweitenstarken Raketen strikt ab. Vielleicht sehen wir auch die Kanzlerdämmerung und dass demnächst abgesägt wird. Werden wir sehen. Hofreiter und Röttgen wittern dahinter auch Parteitaktik. Die Befürchtung liegt nahe, dass der Krieg im kommenden Jahr zum Wahlkampfthema werden soll, schreiben sie in ihrem FAZ-Gastbeitrag. Die Botschaft ans Volk 2025 soll lauten: Unser Kanzler hat euch aus dem Krieg herausgehalten. Ja! Und das ist auch richtig so. Und das ist genau die Botschaft, die ein Kanzler geben sollte. Das ist genau richtig so. Ja, und das ist ein gutes Ziel. Und selbst wenn das Wahlkampftaktik ist, es ist ein gutes Ziel, uns im Krieg rauszuhalten. Hervorragend ist das. Ich bin ja selten mit dem Kanzler einer Meinung auf einer Linie, aber da in dem Fall sage ich danke, dass du bisher standhältst. Aber natürlich wird er fallen. Da bin ich mir auch sicher, der Druck ist zu hoch, sie wollen es alle. Ja? Deutschland schreckte sich selbst ab. Von Beginn des russischen Angriffskriegs an seit Lieferung jeder neuen Waffengattung von mühsamen Diskussionen, Scheinargumenten und Angstrhetorik begleitet. Ohne Not habe der Kanzler etwa die Gefahr eines Atomkrieges in den Mund genommen. Für Putin ein Fest. Er braucht im Grunde gar nichts zu machen. Deutschland schreckte sich selbst ab. Ja, aber man muss ja mal über die Optionalität reden. Das ist ja völlig in Ordnung, dass man über die Optionalität redet. Und die Taktik der kleinen Schritte, die wir hier machen, die führt uns eventuell trotzdem in den Krieg, ja? Wenn ich immer wieder ein Stück weitergehe, immer wieder die rote Linie überschreite, immer und immer wieder, kann es eben sein, dass irgendwann Putin die Fresse dicke hat und sagt, okay, das war jetzt der letzte Schritt, jetzt ist gut. Und man kann es nicht davon ausgehen, dass, weil wir das jetzt das und das und das geliefert haben, dass es auf Dauer so gut geht. Weil es eventuell irgendeine rote Linie gibt und ein Panzer hat eine andere taktische Bedeutung als ein Taurus-Marschflugkörper. Gut, jeder wisse, dass Putin kein Interesse an einer atomaren Auseinandersetzung hat, weil er China als wichtigsten Verbündeten verlieren würde und die Reaktion der USA gewaltig wäre. Das glaubt ihr auch, ja? Die USA lassen ihre Verbündeten gerne fallen und die USA werden mit Sicherheit nicht die Welt für Europa opfern. Und wenn ihr ein paar Sachen einschlagen, dann werden die mit den Achseln zucken und sagen, ja, ne? So. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass die USA treu zu ihren Verbündeten stehen. Das ist doch lächerlich, sowas. In welcher Welt lebt ihr eigentlich? Und wenn er auch keine Wahl mehr hat, der Putin, dann muss er es vielleicht auch tun. Ja? Es ist immer die Frage, wie sehr er sich in die Enge gedrängt fühlt. Hier wieder
hier wieder sozusagen die Werbung für die tolle Waffe. Ne? Der Vorwurf der Politiker, der beiden Politiker Scholz Rhetorik macht uns schwächer als wir sind. Und jetzt kommt der Hammer. Zwar teile man seine Sorge vor einer Eskalation des Kriegs, doch Russland werde erst zur Verhandlung bereit sein, wenn es einsieht, den Krieg militärisch nicht gewinnen zu können. Dafür braucht die Ukraine jetzt Entschlossenheit und konsequente Unterstützung. So. Ich mag das euch nochmal, damit ihr es richtig seht, ja? Doch Russland wäre erst zur Verhandlung bereit sein, wenn es einsieht, den Krieg militärisch nicht gewinnen zu können. Wir hatten schon Verhandlungsbereitschaft. Boris Johnson hat die Verhandlungen zerstört. Erdogan hat sich jetzt bereit erklärt, in der Türkei Friedensverhandlungen sozusagen Raum zu geben. Und Putin hat selber gesagt, dass er verhandeln würde. Und wir haben Putin auch irgendwo in eine gewisse Lage reingedrängt, indem wir ihm Sicherheitsgarantien verweigert haben. Das muss man klar auch sagen, dass der Westen einen großen Teil Schuld an diesem Konflikt hat. Und wir sind nicht die Unschuldslämmer sozusagen. Nee, nee. Wir haben den russischen Bär so lange mit Nadeln gestochen, bis er dann zugeschlagen hat. So sieht's aus. Also das hätte man, wenn man gewollt hätte, immer verhindern können. Man wollte diesen Krieg. Und man will auch den Krieg mit Europa und den USA. Das ist deutlich zu sehen. Alle sind stramm auf Kriegskurs in Europa. Alle wettern dafür in dem irrigen Glauben, der Russe wäre schwach und wir könnten es uns leisten, aber es ist andersrum. Wir sind schwach. Es sei denn, die wissen vielleicht irgendwas von irgendwelchen Waffen, was keiner weiß, dass sie sich in solche Sicherheit wiegen. Ja? Aber wir halten, wie gesagt, ein Gefecht hoher Intensität nicht lange durch in Deutschland und auch in Europa allgemein nicht. Ja? Und zu sagen, Russland wäre erst zur Behandlung bereit, wenn es einsehe, den Krieg militärisch nicht gewinnen zu können, da muss ich sagen, da sind wir weit von entfernt, denn Russland gewinnt den Krieg. Dann müssten wir all in gehen mit ganz Europa und selbst dann wäre es nicht sicher. Also mit der Argumentation ist das brandgefährlich, weil das bedeutet, ich bräuchte den Total War. Weil im Augenblick ist Russland klar am Gewinn. Russland hat die größere Streitmacht, die größere Ressourcenverfügbarkeit, die größere Produktion. Die bluten aus. Irgendwann sind keine Männer mehr da in der Ukraine. Irgendwann sind keine mehr da. Dann nützen auch die Waffen nichts und keiner mehr im Panzer sitzen kann. Und das hier ist lächerlich. Es ist die typische Kriegsrhetorik, genau wie der Russe wird uns ja bald in Europa angreifen. Alles aus dem Hintern gezogen. Ihr seht also, wir stehen weiter hier mit allen Zeichen auf Sturm. Ich würde vermuten, die nächste Abstimmung, ich weiß gar nicht, wann ist der Dienstag, ich bin gar nicht sicher, führt dazu, dass Taurus geliefert werden wird. Und vielleicht hat Putin auch bald die Fresse dick. Auch unabhängig von den Deutschen. Na, wie gesagt, die Äußerung des polnischen Außenministers, die gießt natürlich auch nochmal Öl ins Feuer. Ja, ich kann nur sagen, wir müssten eigentlich uns in irgendeiner Form engagieren, auf Demos gehen, Briefe schreiben und so weiter, in der Hoffnung, dass noch irgendwas ändern könnte. Aber ich denke, hinter den Kulissen interessiert es sowieso nicht, was die Bevölkerung will. Und ich weiß nicht, ob wir aus dieser Geschichte noch sauber rauskommen. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, das war's für mich heute. Schreibt mir in die Kommentare, teilt bitte das Video und auf bald.